Ich habe ein bisschen Zeit mitgebracht, Dresden. Diesen jungen Mann. Okay, ich spule jetzt wirklich weit zurück, ja? Als ich noch auf Mallorca gelebt habe, ich habe eine kleine Schwester, die ist 3 Jahre jünger. Die hatte eine beste Freundin, die ist nach London gezogen. Und die hat irgendwann meine Schwester angerufen und hat gesagt: Ey, ich bin jetzt gerade in der neuen Klasse und da ist einer, der singt unfassbar. Der heißt Calvin Jones. Und meine Schwester hat mir das erzählt und meinte, das ist ja mega, ist ja geil. Gibt es irgendwas von ihm zu sehen? Und damals hat sie mir schon ein YouTube-Video von ihm gezeigt. Seitdem habe ich quasi überall, sei es als Fan, habe ich ihn immer mit dabei und ich habe immer seine Musik mit dabei. Dann, wir springen ein bisschen weiter nach vorne. Ich habe meine erste Tontechnikerlehre in Köln. Ich bin gerade nach Köln gezogen. Erstmal in Deutschland, bin in einer WG mit Medizinern. Frag mich nicht, warum oder wie ich das geschafft habe. Und wir sind bei einem Festival, das heißt Medi-Meisterschaften, ja? Ich weiß nicht. Oh, haben wir heute ein paar Mediziner hier, ja? Wir sind sicher, Leute. Hier in Dresden sind wir sicher. Auf jeden Fall, wir sind an diesem Festival. Und ich werde es niemals vergessen. Es war ein wunderschöner Tag. Lauwarmer Sommertag. Die Sonne geht unter. Und auf einmal höre ich einen Song. Und der fängt mit einer Gitarre an und es Call You Home. Ich habe mich in diesen Moment verliebt. Ich konnte es nicht glauben. Und seitdem sind wir unfassbar enge Freunde gewesen. Und das Schönste. Okay, so überraschst du mich, ja? Okay, ich muss. Also, und jetzt, um jetzt zum Song zu kommen. Wir spulen nochmal weiter vor. 2018, ich habe meine allererste Tour. Nee, warte mal, 2019. Danke. Das ist besser als ich, super. 2019, ich habe meine allererste Tour und natürlich wollte ich niemand anderes haben, der für mich Fall Man spielt, als Calvin Jones. Und der hat damals einen Song gespielt, den hat er heute auch hier gespielt. Und das war eine Nummer, die damals noch nicht draußen war. Prove Me Wrong, ne? Also ist wirklich so, ne? Die war noch nicht draußen. Und Cry Little Less war für uns alle unsere Lieblingsnummer. Wir waren immer hinter der Bühne, die Band und ich, wir waren immer, oh mein Gott, das ist die tollste Nummer der Welt. Und ich sag mal so, es ist für mich so eine Bürde. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Song spielen kann, aber ich probiere es jetzt und wir singen ihn jetzt zusammen und ganz, ganz viel Spaß. Calvin Jones, a Cry Little Less. Every time